Herzlich willkommen zurück bei der Stoic Challenge Dark Souls 3 mit Gleichmut, mit dem Kopf gegen die Wand. Ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass wir hier wahrscheinlich jetzt uns mit den Abyss Watchers und einem Bossfight rumschlagen in dieser Arena, die wir von oben schon gesehen haben. Ich weiß jetzt allerdings schon, dass das nicht der Fall ist. Warum weiß ich das? Weil es wieder passiert ist. Ich weiß nicht, ob meine Xbox kaputt ist oder ob ich kaputt bin, aber irgendwas ist hier kaputt. Denn ich habe erneut eine komplette Folge aufgenommen, um am Ende festzustellen, dass die Xbox-Aufnahme nicht gelaufen ist. Jetzt dieses Mal, also ich, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die Xbox die Aufnahme einfach irgendwann abbricht, ohne das irgendwie anzukündigen und zu melden. Ich bin mir jetzt aber hundertprozentig sicher, dass ich sie gestartet habe. Und ich gucke jetzt auch sicherheitshalber einfach nochmal ins Menü. Da sieht man ja auch, ja, läuft. Wenn das nachher wieder ausgefallen ist, dann ist meine Xbox tatsächlich kaputt. Wenn nicht, bin ich kaputt. Irgendwas ist hier jedenfalls kaputt, denn das ist ja das fünfte oder sechste Mal jetzt, dass das passiert, dass am Ende der Aufnahme einfach keine Aufnahme existiert. Das heißt, führt jetzt aber auch hier wieder dazu, ich habe mich schon bis zum nächsten Bonfire hier vorgearbeitet, allerdings habe ich den ganzen Sumpf erkundet. Ich weiß aber, wie gesagt, schon, hier gibt es jetzt keine Schlussgegner, hier gibt es keine Abyss Watchers, hier gibt es kein Drama, hier gibt es nur Sumpf und Goodies und überall Lagerfeuer und eine Nachricht hier. Beware of Swamp, ja, das ist auch eine Nachricht, aber das ist nicht die, ich meinte. Hier, Extinguish the Three Flames. Um eine Tür zu öffnen. Zwei von den Three Flames sind jetzt schon ausgelöscht. So, der Sumpf, wie das in Dark Souls 1 auch der Fall war, macht eine Vergiftung, wenn man zu lange drin steht. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch hier unsere Zeit in diesem Wasser managen. Ich habe im Zuge dieser nicht aufgenommenen Folge auch Seelen angesammelt, die zu einem neuen Level geführt haben. Und einfach, um mal die Sache ein bisschen Abwechslung auch ins Spiel zu bringen, die Battle Axe durch dieses Flamberge. Flamberge vielleicht auch, aber es ist ja Englisch. Also wenn dann Flamberge, also entweder Flamberge oder Flamberge. Es sieht sehr französisch aus. Ich bitte meine Aussprache zu entschuldigen, allen, die Französisch können. Die habe ich mit Shards auf dreifach aufgewertet, sodass die jetzt auf jeden Fall mehr Schaden macht als die Battle Axe. Mal gucken, wie wir damit fahren. Diese Schnecken oder wie auch immer die heißen, Slugs, sind nicht so richtig gefährlich, sie sind mehr lästig. Vor allem lästig natürlich ist, dass dieser Sumpf Vergiftung verursacht. Das heißt, wenn man sich zu lange drin aufhält, hat das üble Folgen. Das ist jetzt relativ weit weg da, dieses Goodie, aber ich glaube, das schaffen wir. Fahren wir hin. Ein Titanite Shard und wieder raus hier. Aus der Giftbrühe. Wieder abklingen lassen. Also beim ersten Durchgang war ich verwirrt von dieser Nachricht, drei Flammen auslöschen, und dachte, man muss diese Lagerfeuer auslöschen, so wie das der Designer sich auch vorgestellt hat. Das ist es aber nicht, sondern es gibt überall so kleine, überall, es gibt an einigen Stellen, ist die korrekte Aussage, gibt es so kleine Flammenschalen, und die löschen wir aus und dann geht irgendwo eine Tür auf. Wie das so ist in solchen Spielen, Sinn macht es keinen, aber wenn man drei kleine Kerzen ausmacht, geht irgendwo eine Tür auf. So, hier sind noch jede Menge glühende Sachen im giftigen Wasser. Und die sammeln wir jetzt alle noch ein. Hier ist ansonsten nicht viel an Gegnern geboten. Nur diese Schnecken überall. Ich gucke mal, ob ich da drauf kann. Das würde die... Ja, sehr gut. Das hält die Vergiftung ein bisschen im Griff. Ach, da geht das gleich weiter. Da wollen wir gar nicht hin. Gut, nehmen wir jetzt diese Vergiftung einfach in Kauf. Stone Palmer. Hier sind jede Menge von diesen Schnecken. Hier ist noch was.
Oh. Oh nein, nein, nein. Was bist du denn überhaupt für einer? Das sieht ein bisschen aus wie einer von den. Wie hießen die nochmal? Komm gerade nicht drauf von diesen. Von Dark Soul Gwendolyn. Dark Sun Gwendolyn. Von diesen. Rittern, die Humanities einem entziehen. Ist auf jeden Fall unerwartet stark und hat uns unsere Seelen geraubt. Der Fiesling. So, das ist ja. Geht doch. Ja. Das ist so einer. Beziehungsweise das war so eine. Ich komme nicht drauf, wie die hießen. Waffe ist Dark Hand, aber Dark Armor, Cracked Red Eye Orb. Okay, das ist tatsächlich dann genau das Prinzip. Cracked Red Eye Orb konnte man ja im alten Spiel benutzen, um andere Spieler bei ihrem Spiel zu stören. Ich weiß immer noch nicht, wie der Mechanismus hier funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es diese Ember sind, die einem das Multiplayer ermöglichen. Aber bislang habe ich noch nirgendwo eine Möglichkeit gesehen, irgendwas zu unternehmen. Ich habe gerade schon mal Kohle gefunden. Jetzt schon wieder eine Kohle. Ich weiß nicht genau, was man mit diesen Kohlen machen soll. Das ist alles ein bisschen. Auch das ist natürlich das Dark Souls-Prinzip. Ich habe in dem nicht aufgenommenen Teil schon drüber geredet, dass dieser ganze Sumpf hier sehr unübersichtlich ist und dass das natürlich genau ein Designprinzip ist, das der neuzeitlichen Spieleentwicklung eigentlich entgegensteht, wo eigentlich alle Spiele heutzutage eingebaut ein Kartenmodul haben und man sich gar nicht verlaufen kann. Oh. Ein schlafendes Monster, das soll man nicht wecken, aber nicht die Wahl. Ich weiß jetzt auch gerade nicht so richtig, wo wir hier sind. Da drüben war jedenfalls noch ein Shiny, aber das können wir gleich machen, wenn wir den hier aus dem Weg geräumt haben. Boah, bislang bin ich mit diesem Schwert eigentlich ganz einverstanden. Das tut, was der Verkäufer versprochen hat. Sind wir leider vergiftet und wir wissen gar nicht mehr, wo wir sind. Wie gesagt, das ist. Da geht's nach oben. Das ist alles sehr verbrannt. Vielleicht sind wir jetzt einmal um diesen Mittel. Ja, okay. Wir sind einmal um diesen Mittel herumgegangen. Das haben wir jetzt in dieser Folge noch nicht gesehen, weil ich das in der nicht aufgenommenen Folge gemacht habe. Hier war eine dieser Flammen. Demonstriere ich gleich. Okay, dann habe ich jetzt auch die Geografie des Areals verstanden. Wie gesagt, in modernen Spielen muss man das eigentlich nicht mehr. Ich kann mich erinnern, als ich die ersten Computerspiele in meinem Leben gespielt habe, so Ende der 80er, Anfang der 90er, war das gang und gäbe, dass man in diesen Spielen oder während man diese Spiele gespielt hat, auf dem Schreibtisch neben sich ein riesiges Blatt Papier, entweder zusammengeklebt aus Einzelblättern oder von irgendwelchen Künstlermaterialien liegen hatte, auf dem man die Karte gezeichnet hat, dieser Spiellevel, denn das gab es, also manchmal lag es der Verpackung bei, aber in der Regel musste man es selber machen. Und das ist ja quasi komplett ausgestorben. Okay, an der Stelle
sind wir hinreichend vergiftet und Estus ist alle, dass wir jetzt einmal hier den Rückweg antreten. Kurz orientieren, ich müsste hier links, müsste es rausgehen. Ja, so ist es. Und dann tanken wir einmal auf. Und machen uns einmal auf den Weg rechts rum. Und dann könnte es sein, dass wir den Sumpf, der doch gar nicht, also durch die Bäume ist der sehr unübersichtlich, aber es ist einfach so, dass in der Mitte da eine aufragende Erhöhung ist. Und an der anderen Seite gibt es einen Ausgang, an den kommen wir dann gleich, wenn wir hier rechts rum lang gehen, müssen wir da irgendwann ankommen. Ein Purple Moss Clump, das ist die, das G, oh, jetzt wird der Sumpf leider auch tiefer, das ist schlecht. Ein Zauberspruch, Iron Flash bzw. Miracle. Oh, 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 also diese Gegend ist eigentlich ohne einen Ring, der einen diesen Sumpf erträglich macht. Es gab im ersten Teil den Rusted Iron Ring. Den haben wir wahrscheinlich irgendwo übersehen. Der lag im ersten Teil ganz am Anfang an einer Stelle, die man leicht übersehen konnte. Eieiei. Okay. Dieser rechte Teil ist sehr unerfreulich. Und dann sind auch noch neue Gegner hier drin. Wenn deren Größe ein Zeichen für irgendwas ist, dann machen die auch Kummer. Angekündigt hatte ich ja in der letzten Folge auch, dass wir über Marcus Aurelius, den römischen Kaiser, sprechen, der neben Seneca vielleicht der wichtigste Vertreter des Stoizismus in der Philosophiegeschichte ist, in der Literaturgeschichte. Der hat eine Art Tagebuch geführt, das er gar nicht für die Veröffentlichung vorgesehen hatte eigentlich, das aber trotzdem überlebt hat. Und das unter dem Titel Meditations nach wie vor erhältlich ist. Also nach wie vor heißt, nach bald 2000 Jahren wird das immer noch gelesen und auch viel gelesen. Darin stellt er einfach aus seiner Sicht dar, was die stoische Grundhaltung beinhaltet und wie man mit der stoischen Grundhaltung besser durchs Leben kommt. Marcus Aurelius war, wie gesagt, Kaiser des Römischen Reichs. Und zwar einer der glücklicheren Kaiser, einer der Kaiser, unter dessen Herrschaft es dem Reich gut ging und es den Bürgern gut ging. Auch ein Herrscher, der römische Kaiser war ja so eine sehr absolute Figur. Aber Marc Aurel war wohl dafür bekannt. Natürlich kann man da nicht drüber. Man sieht ja, dass da ein kleines Steinchen im Weg ist. Da muss man außenrum gehen, das ist klar. Er hat wohl immer darauf bestanden, dass der Palast, in dem er wohnt, nicht seiner ist, sondern dass er dem Volk gehört und dass er quasi nur Diener des Staates ist. Also so ein bisschen wie der alte Fritz, Friedrich der Große, der ja auch gesagt hat, er ist der erste Diener des Staates. Rankt sich auch in Marc Aurel dieser Mythos, dass er ein quasi demokratischer Herrscher gewesen sei. Das ist tiefe Wasser, macht das Kämpfen nicht einfach. Da bist du ja wieder. Man trifft sich immer zweimal im Leben. Und beim zweiten Mal stirbt man. Gut. Das macht eigentlich jetzt ohne einen Ring
oder zumindest irgendeine Möglichkeit, beweglicher zu werden, macht dieser Sumpf nicht so ganz viel Sinn. Also erstens die Vergiftung ist natürlich auf Dauer sehr lästig und zweitens dieses extrem langsame Fortbewegen in diesen tiefen Stellen. Also, ich glaube, ich werde jetzt erstens meine Seelen wiederholen. Ich bin schon wieder vergiftet. Die müssen ja jetzt wieder verlaufen. Ich hätte gedacht, dass die hier sind. Die Orientierung verloren. Warum ist es jetzt hier so tief? Ich war mir sicher, dass ich hier lang muss. Mist. Das ist auch mal eine interessante Variante, dass ich gar nicht weiß, wo die Seelen liegen und sie deswegen nicht wiederbekomme. Vielleicht. Denn es ist ja auch nicht so leicht, dort zu finden. Und alles, was es jetzt braucht, ist, dass wir einmal sterben und dann hat sich das eh erledigt. Dann sind sie weg. Da oben ist, glaube ich, der Ausgang aus diesem Sumpfgebiet. Oder vielleicht auch die dritte Flamme, aber erstmal möchte ich meine Seelen wieder, bevor ich jetzt hier irgendwelche Experimente anstelle. Gehen, gehen in Zeitlupe. Das ist Unterhaltung. Da guckt man gerne zu. Ich weiß sowieso nicht, wer das hier angucken wird und warum. Ist übrigens auch die Frage an mich herangetragen worden von jemandem, der dieses Spiel nicht kennt. Also der auf diese Art Spiel nicht kennt, was das eigentlich alles soll. Und das ist natürlich immer eine interessante Perspektive, wenn man. Mist, 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 Mist. Ich möchte meine Seelen wieder. Oh, Stopp, 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 Stopp. Das ist mir jetzt ein echtes Rätsel. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht haben wir ein bisschen besseren Überblick. Wo war denn das? Hinter dieser Brücke vielleicht? Auf der anderen Seite. Da! Oh. Gottlob. So, jetzt ist das Gift auch weg und kommt gleich wieder. Wenn wir es nicht schaffen hier. Also interessant, dass das so schnell geht. Nein, 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 nein. Uff. Ich protestiere. Ich protestiere energisch. So, jetzt. Jetzt kann es kommen. So war das nicht gemeint. Hüpfe! Aufhören! Okay. Seelen sind wieder da. Orientierung ist immer noch mäßig, aber es gibt mehrere Aufgänge hier. Da ist einer. Da hinten waren auch noch zwei, glaube ich. Und nur einen davon habe ich schon mal genommen. Und das müsste der hier sein. Der führt zum nächsten Bonfire. Glaube ich. Aha. Alles falsch. Hier waren wir schon. Ja, wie gesagt, eine sehr verwirrende Architektur.
Nee. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Wie gesagt, eine sehr verwirrende Architektur. Hier waren wir doch noch nicht, aber hier war ich schon. Da unten ist das nächste Bonfire. Das ist auch schon, das brennt schon, das sieht man. Da war ich ja schon in der Folge, die ich nicht aufgenommen habe. Zwei von diesen drei schlafenden Gestalten sind Zauberer, die riesengroße Giftwolken ausstoßen. Die lassen wir jetzt mal schön schlafen. Denn an dieses Bonfire kommen wir einfach vom letzten Bonfire durch Bonfire Travel. Da müssen wir gar nicht an diesen Zauberern vorbei. Hier sieht nach wie vor aus, als gäbe es hier ein Secret zu holen. Aber ich sehe nicht wo. Ich würde vermuten, dass man irgendwo hier runterspringen kann. Hier habe ich einen Bug gefunden. Okay, wieder frei. Gut. Also, wenn ich mich jetzt nicht sehr verirrt habe, gibt es jetzt noch mindestens einen Aufgang, an dem wir noch nicht waren, in diesem Sumpf. Und da wir zwei von den drei Flammen schon ausgemacht haben. Ich habe jetzt immer noch nicht gezeigt, wie die aussehen, aber das können wir gleich vielleicht, wenn der dritte Aufgang tatsächlich der sein sollte, der die dritte Flamme ausmacht, sodass wir dann diesen Teil abschließen können. Dann sehen wir es ja gleich. Anstrengender Sumpf. Alle her jetzt. Es ist ein mühsames Geschäft, in Dark Souls voranzukommen. Nicht nur, wenn man dauernd stirbt, sondern wenn man sich dann auch noch völlig verirrt und durch diesen sehr trägen Sumpf marschieren muss. Und jetzt liegen schon wieder die Seelen da draußen. Und jetzt weiß ich noch weniger als vorher. Wo eigentlich? Uiuiui. Also hier links rum geht es zu dieser Mittelplattform, die ist da oben. Wenn man auf der anderen Seite runterkommt, hier wird schon wieder tief. Wir haben noch nicht mal uns um diese riesigen Gegner, die da auch noch rumstehen, gekümmert. Das Spiel macht es einem echt nicht leicht, kann man nicht behaupten. Es sieht allerdings wieder ganz hübsch aus. Ja. Das kommt mir bekannt vor. Sammeln sich allmählich Titanlight-Schaden sein. Jetzt wird es auch wieder flacher. Hier könnten jetzt irgendwo die Seelen liegen. Ich sehe sie allerdings noch nicht. Da ist wieder der Gegner auf seiner Insel. Dann würde ich hier drüben irgendwo damit rechnen, dass die Seelen liegen. Ja, da sind sie. Das ist die Frage, wo diese ganzen Gegner eigentlich hergekommen sind. Man hört es überall schnorcheln. Puh.
Also ähnlich wie Blighttown kann ich das Designprinzip verstehen, aber eine richtige Freude ist es nicht, das zu spielen. Weil ich bin ja vorher schon langsam gewesen durch meine schwere Rüstung. Aber in diesem Gewässer hier wird das nicht besser. Okay. Hier waren wir jetzt noch nicht. Erstmal hier noch gucken, was wir da noch haben. Wolf's Blood, Sown Grass. Estes Soup, das lohnt sich noch nicht. Dafür haben wir noch nicht genug verloren. Talisman, okay. Viele Nachrichten um die Estes Soup. Ah, Blessing. Soup. Superhead, ja. Das ist also gut. Ich will euch nicht reinreden in eure Nachrichten, aber das ist nicht so richtig informativ, wenn man schon vor der Suppe steht. Hier sind auch noch jede Menge Items. Dieser Sumpf ist riesig und wahnsinnig unübersichtlich. Das ist so ein bisschen das Designprinzip natürlich, damit man hier durchgeht und dann am Ende Dinge übersehen hat. Also auf jeden Fall hier noch diese beiden Items. Und ich habe schon wieder komplett die Orientierung verloren. Es ist wieder sehr tief. Ist das riesig. Den Bereich noch nicht kennen. Da hinten glänzt noch was. My Lord. Ein Schneckenmassaker. An der Bone Shard. Es gibt so viele Items mit Bedeutung in diesem Spiel, dass ich komplett den Überblick verloren habe, was die eigentlich so im Einzelnen bedeuten. Ich muss mal einen An der Bone Shard nochmal nutzen, was gut. Ich weiß es nicht mehr. Gut. Und schön. Wir werden einmal mit diesem Sumpf mal fertig. Überall irgendwelche Rampen nach oben. Ah, okay. Das ist doch schon mal ganz hilfreich. Das ist der Ausgang. Das ist die Tür, die wir öffnen. Und das haben wir jetzt noch nicht gesehen, weil die zwei Lampen habe ich ja vorher ausgemacht. Das Prinzip, das hier von diesem Areal ist, wie gesagt, dass die Lampen, die man irgendwo hier drinnen ausmacht, auf magische Weise dann dazu führen, dass die hier angehen. Die beiden Links habe ich schon angemacht. Und wenn die hier auch noch angeht, dann geht natürlich die Tür auf. Denn jeder weiß ja, wenn die drei Lampen vor der Tür angehen, dann geht die Tür auf. Das kennt man ja. So. Beware of Giant. Das hört sich ja erfreulich an. Bisschen zu groß für meinen Geschmack. Mach sie mal an. Das ist das Bonfire. An dem ich schon mal war. Jetzt sehen wir es von der anderen Seite. Das sind die drei Gestalten auf der Brücke, von denen zwei Zauberer sind. Allmählich erschöpfen wir das Ganze, glaube ich. Jetzt müssen wir nur noch das fehlende Licht finden. Durch das Resten habe ich jetzt natürlich zwar meinen Estus aufgefüllt, aber gleichzeitig auch alles, was ich da unten platt gemacht habe, wieder.
ins Leben gerufen. Das wird mir noch leid tun. Zum Beispiel ist natürlich jetzt dieser Turm hier wieder voller Schnecken. Hier war doch noch irgendwo ein Schein zu sehen. Ja. Und noch ein Teil in der Schale. Und dann glaube ich, war hier hinten noch was. Was war los? Eine Krabbe gibt es hier auch noch. Hier wird es nie lang. Oh. Alles voller Goodies. Im tiefen Wasser bewacht von der Krabbe. Nee, bitte nicht. Nein, 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 nein. Mach sie platt, bitte. Oh. Puh. Okay, das gab es einen Ring zur Belohnung. Und war aber auch knapp genug. Eine Seele. Weiß ich nicht, was das war. Ein Ember vielleicht. Ging zu schnell. Aber wenn jetzt ein Gegner kommt, dann sind wir tot. Und noch ein Ember. War das vielleicht doch keiner. Und diese Bäume, mit denen hat es auch irgendwas auf sich. Ein Seelen-Item. Und wahrscheinlich genau. Das hatten wir ja schon auf dem Friedhof. Crown of Dusk. Sieh mal an. Dusk war ja eine Figur im ersten Teil. Noch ein White Branch. Von den White Branches haben wir jetzt auch schon ein paar eingesammelt. Muss man gelegentlich einmal ausprobieren, was die machen. Aber vor allem müssen wir jetzt die dritte Flamme finden, damit diese Folge einen befriedigenden Abschluss hat. Da drüben glänzt noch was. Wir haben natürlich auch noch diese großen Gegner. Ich bin das uns jetzt noch gar nicht eingelassen haben. Genau, die da. Eine ganze Versammlung von denen. Mindestens noch einer. Sage's Scroll. Na, dachte ich mir noch, dass er nicht alleine ist. Irgendwann bekommt man ja ein Gefühl dafür, wie die Künstler hier diese Level designt haben. Time for Sadness. Ah, okay, wir haben hier. Aha. Ich dachte doch da auch, dass ich diese Gestalten hier im Sumpf erkenne. Ah, hier, jetzt wird's interessant. Es gab ja im DLC, also im zusätzlichen Download-Content von Dark Souls 1, die kam Dusk of Ulasil vor, eine Prinzessin, glaube ich, wie das halt so ist in so Fantasy-Spielen, die wir gerettet haben vor, die war irgendwie in einem Golem gefangen, wenn ich mich richtig erinnere, und eine dieser Pilz- Figuren war ihre Beschützerin und ich vermute mal, dass und vor allem diese Gestalten mit den merkwürdigen Köpfen
Das waren die Bewohner des Landes Ulassia. Time for Sadness bedeutet wahrscheinlich, dass wir es hier mit Dusk und ihrer Beschützerin, ich glaube, die ist Elizabeth oder so ähnlich, zu tun haben, die hier gestorben sind. Wir haben ja auch gerade Crown of Dusk hier aufgelesen. Da können wir gleich mal gucken, was da in der Beschreibung steht. Wenn ich sie finde. In meinem ganzen. Da müsste doch sein, da ist sie. Es gibt keine Beschreibung. Doch, bestimmt. Ja. Ja, Elizabeth hieß der Pilz. Die Pilzin. Power and Effect of the Virus Magic Raised. In Tandem. Es gibt Tandems in dieser Welt. Es gibt nicht nur Brei. Zauberbücher, sondern auch Tandems. Überraschende Modernität in einer Fantasy-Welt. So, es ist alle, das nimmt kein gutes Ende. Wenn ich jetzt wüsste, wo wir sind im Verhältnis zu den ganzen Bonfiren, dann würde das Ganze wahrscheinlich nochmal ein gutes Ende nehmen. Aber da ich das nicht weiß, bin ich ein bisschen skeptisch, was das angeht. Ich glaube, dass das da oben die Brücke ist, auf der diese drei Zauberer sitzen. Ja. Was natürlich bedeutet, dass wir hier doch eigentlich. Ja, da geht es nicht durch, deswegen. Da müsste es eigentlich zu diesem Bonfire gehen. Large. Da oben ist noch ein Item. Ah ne, da oben. Ah, Da oben ist die erste Suppe. Okay, also ich glaube, es ist leider ein bisschen utopisch, das in dieser Folge noch zu Ende zu bringen. Hier gibt es noch zu viel Unerforschtes. Da drüben hat auch noch was durch die Bäume geglänzt. Ich begebe mich mal zu dem Bonfire und beende das für diese Folge und auch für heute. Lang genug gekämpft. Das dritte Feuer suchen wir das nächste Mal und sehen zu, dass wir diese Tür da aufkriegen. Und vielleicht haben wir es dann ja mit Farron's Undead Legion zu tun. Auf jeden Fall kriegen wir es nächstes Mal mit Marc Aurel zu tun. Und an einer Diskussion darüber, warum eigentlich die mächtigen, nee, andersrum, warum die wichtigen Stoiker solche Machtfiguren waren. Was ist damit, wie man sich das erklären kann. Ich glaube, da gibt's. Das ist kein Zufall. So. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal im Sumpf.